Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei Pokémon Blattgrün. Im letzten Part haben wir ein paar Trainer besiegt, haben uns währenddessen, beziehungsweise ich, mich über meine Technik aufgeregt und sind jetzt in den Felstunnel, oder im Felstunnel, der uns nach Lavandia führen wird. So, Rede mal angebracht zu der Höhlenstimmung. Hier ist es voll gruselig drinne. Wir sehen so wenig. Wir haben Blitz nicht eingesetzt. Oh Mann. So. Ach, Schutz folgt nicht mehr. So, Schutz. Wir erwarten uns eh noch Habe ich das Pokémon ausgetauscht? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, das habe ich im letzten Part gemacht. Der Typ zeichnet also gerne Pokémon. Ich zeichne auch gerne Pokémon. Ich habe lange kein Pokémon mehr gezeichnet. Aber tatsächlich sind Pokémon, glaube ich, sind allgemein Pokémon, glaube ich, das, was ich am besten zeichnen kann. Was ich immer so sehe. Ich glaube, ich hatte zeitlang immer ganz gerne Zoroark gezeichnet. Was, glaube ich, in der 5. Generation ist, glaube ich, dazugekommen. Zoroark. Ich habe eine Zeit lang echt gerne Pokémon gezeichnet. Mittlerweile zeichne ich ja. Ich habe in der Zwischenzeitlich mal dann aufs Digitale. Ein Beleber. Aufs digitale Zeichnen umgestiegen. Was auch mittlerweile. Ich habe ab irgendeinem Punkt gemerkt, dass irgendwie. Es wollte einfach nicht mehr. Weil es ist ja schon ein Unterschied, ob du am PC zeichnest oder ob du wirklich ein Blatt vor dir liegen hast und darauf zeichnest. Das ist ein gutes Thema, was man reden kann. Ich muss eh die ganzen Kämpfe überlabern, weil es nicht wirklich spannend ist. Und da kommt mir das Thema halt ganz gelegen. Das war zum einen Slam. Und naja, es ist zwar am PC hat man viele Möglichkeiten. Natürlich Giftpuder. Ich dachte, die Zeiten wären vorbei. Am PC hat man viele Möglichkeiten, zum Beispiel Steuerung Z. Das ist allseits beliebt, dass man einen Schritt rückgängig machen kann. Man hat zwar einen Radierer auch für Blatt und Papier, aber das kann man nicht bei allen benutzen und so weiter. Aber was ich am PC zum Beispiel als Nachteil empfinde beim Zeichnen, ist tatsächlich, dass man nicht so diesen Überblick hat. Weil ich bin zum Beispiel jemand, der immer sehr nah rangezoomt hat und so weiter. Ach, nicht wechseln. Du schaffst das, Pikachu, ich glaube an dich. Und... Oh. Und naja, auf dem Blatt Papier hat man halt komplett Übersicht. Was ich doch schon hin und wieder praktischer finde. So. Am PC hat man auch zwar viele Möglichkeiten, verschieben, Dinge größer, kleiner machen, bestimmte Abschnitte von einem Körper oder sowas. Ich wechsle doch mal schnell aus. Pikachu, sterb uns hier nicht weg. Im Rasierblatt ein. Ja, gegen Protexo hast du keine Chance. Dämliches Bisasam. Friss mein Flammenwurf. Und verbrenne. So. Aber mittlerweile, ich habe, glaube ich, jetzt so 2-3 Jahre am PC gezeichnet. Und jetzt mittlerweile wieder per Hand tatsächlich. Einfach, weil wirklich, ich, wie gesagt, ich habe am PC irgendwann. Hab ich jetzt kein Gegengift? Ich hätte Beere. So schlimm ist es nicht. Ich hoffe, ich habe eine Beere. Pursiv-Beere. So. Halt Vergiftung. Na, mittlerweile zeichne ich wieder auf Blatt Papier. Weil ich tatsächlich auch. Also, man merkt schon, ich habe ein bisschen was dazugelernt in den letzten Jahren. So mit 3 Jahren, die man nicht per Hand gezeichnet hat, wirklich. Und es macht auch Spaß. Es macht mir wirklich viel mehr Spaß als am PC. Auch weil ich am PC ein paar Probleme hatte mit dem dämlichen Grafiktablet. Vor allem auch gegen Ende jetzt wieder relativ viel. Aber ich liebe es zu zeichnen. Ich mag zeichnen. Wer gerne meine Zeichnung sehen will, Eigenwerbung. In der Videobeschreibung ist, glaube ich, mein DeviantArt verlinkt. Wo, glaube ich, da müssten die meisten Zeichnungen drauf sein, drin sein, hochgeladen sein, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich alle habe. Müsste ich mal überprüfen. So. Zumindest halt die digitalen, weil ich habe irgendwie schon seit 2010 zeichne ich mittlerweile. Wirklich regelmäßig. Also 5 Jahre mittlerweile schon. So, also ein Stil Comic-Anime-mäßig. Aber auch tatsächlich, ich habe zwischendurch am PC vor allen Dingen dann realistisch mal angefangen. Was auch, ich glaube, in einem halben Dreivierteljahr habe ich so immense Fortschritte gemacht. Mittlerweile kann ich es, naja, so halb
Aber ich zeichne noch lieber beim Comic-Stil. Oder halt im Manga. Was mir dann doch schon besser gefällt. Und naja, wer sich dafür interessiert, kann da gerne mal vorbeischauen. Da mache ich mal dreist Eigenwerbung, einfach weil es zum Thema passt. So. Ich finde auch beim Zeichnen, da kann man auch so schön abschalten. Ich höre meist auch Musik dazu. Und einfach mal so ein paar Stündchen hinsetzen. Einfach zeichnen. Das ist schon entspannend, muss ich sagen. Ein schönes Hobby. Ich bin auch froh, dass ich es nicht aufgegeben habe. Weil es wirklich mal so Zeiten gab, wo ich wirklich ein paar Monate lang nichts gezeichnet habe oder auch nichts hinbekommen habe. Weil man hat manchmal wie irgendwie bei vielen Dingen manchmal wirklich so eine Blockade drin, dass du nichts hinkriegst. Das habe ich auch hin und wieder mal beim Schreiben. Weil ich schreibe ja hochprofessionelle Fanfictions. Nein. Doch, eigentlich schon, aber mittlerweile nicht mehr hochprofessionell. So. Aber da merkt man auch, wenn man auch erstmal einmal raus ist, dass man es überhaupt nicht mehr kann. So. Weil ich jetzt irgendwie wieder ein halbes Jahr nicht geschrieben habe und dann fängst du an und erstmal so, kriegst keinen vernünftigen Satz hin, was ich zwar so auch nicht hinbekomme, aber naja. Obwohl jetzt bei der, die ich jetzt schreibe, das klappt eigentlich recht gut. Ich bin selbst überrascht von mir. So. Ein Hollow. Das Pikachu sieht schon wieder nicht so gut aus. Donnerblitz, ich glaube, das zieht nicht so viel ab. Na ja, doch. Und ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so irgendwas, so ein kreative Hobbys habt, zeichnen, was weiß ich auch, zum Beispiel Instrument spielen oder so weiter. Ich wollte tatsächlich auch mal. Ich habe ein Keyboard, was ich schon seit Ewigkeiten habe. Und naja, ich habe jetzt vor ein paar Monaten mal wieder angefangen zu spielen, aber irgendwie. Dazu braucht man einfach so viel Zeit. Und naja, ich glaube, die Zeit kann ich nicht aufbringen mit dem, was ich sowieso schon alles nebenbei mache. Ich bin wirklich so ein Mensch, ich mache vieles, aber irgendwie, ich kann mich nicht wirklich auf eine Sache konzentrieren, ob ich nur wirklich mich nur aufs Zeichnen konzentriere oder nur aufs Schreiben oder nur aufs Video machen oder bla. Ich kann irgendwie einige Sachen so halb gut, aber kann es auch so richtig gut. Die meisten sagen mir zwar immer, wow, du kannst es echt gut und bla. Aber man persönlich sieht doch immer seine Schwächen meist als Erste oder sieht man, darauf achtet man, glaube ich, am meisten. Meine Schwäche ist, ich mache vieles, nur alles so halb. So. Durchbruch. Das Pikachu ist auch schon wieder Level 34. Es geht echt schnell. So, mal sehen, ob wir in diesem Part. Oh nein, Intensität. Ich glaube, Pikachu ist hin. Nicht, Alter. Okay. Wir sind so overpowered, das ist nicht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, trotzdem muss ich es heilen. Ah, ja, ich wechsle mal aus. Ja, Klutexo muss nochmal ran. Bei Toboga traue ich das auch nicht zu. So. Ja, Metallklaue. So. Es fällt mir nicht so ein, was ich zu dem Thema sagen kann. Das ist richtig schön. Ich habe, glaube ich, schon alles gesagt. So, aber das sind auf jeden Fall, glaube ich, so meine Hobbys. Zeichnen, zocken, ja sowieso. Das mit dem Keyboard oder Klavierspielen hätte ich gerne noch ein bisschen mehr beibehalten, aber irgendwie, das hat sich dann wieder so im Sande verlaufen. Ich kann zumindest schon einiges spielen, vor allem von Videospielen. So. Und das Schreiben gehört ja auch noch dazu, was ich aber nicht mehr so häufig mache. Einfach weil die Zeit fehlt und weil das Schreiben wirklich sehr, 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 sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. So. Zack, zack. Ich muss zum Beispiel sagen, auf jeden Fall das Schreiben, aber auch das Let's Play machen. Hat mir auch schon sehr viel weitergeholfen, vor allen Dingen was so Ausdruck und so weiter angeht, weil ich da über, vor allen Dingen schriftlich, was ich auch immer noch merke hier und da,
ein wenig Probleme habe, was ich auch beim Ausdruck merke. Wobei mir aber auch die Let's Plays helfen. Vor allem, weil ich einfach drauf los quatsche. Obwohl ich immer noch nicht so ganz zufrieden bin mit meinem Kommentarstil, heißt es, glaube ich. Oder wie ich halt rede und bla. Da versuche ich mich auch zu verbessern, vor allen Dingen nicht immer so rumzunuscheln. Das ist mir... Ich weiß nicht, ich glaube, euch fällt das gar nicht so extrem auf, aber mir persönlich, boah. Ich muss wirklich... Deswegen habe ich auch bei dem Part, die letzten drei Parts, also die letzten zwei und den hier, habe ich wirklich mal ein bisschen darauf geachtet, meinen Mund mal ein bisschen mehr aufzumachen und nicht immer so rumzunuscheln und so weiter. Mal ein bisschen deutlicher zu reden. War das... ein Problem. Ja, ich hatte Pikachu. Das passiert, wenn man nicht drauf achtet. Ich konzentriere mich, glaube ich, eher aufs Reden als auf das Kämpfen. Ah, setze den Härten ein. Gut, das geht noch. Und wir haben ja auch Beleber, falls es wirklich hart auf hart kommen sollte. Ah ne, ich mag das bei den Let's Plays. Ich möchte mich vor allem, was Kommentarstil angeht, noch ein wenig verbessern. Vor allem deutliche Reden, ein bisschen langsamer, betonter. So, Durchbruch. Und ein bisschen auch mehr darauf achten. Aber wie gesagt, ich glaube, kein einziger Let's Player war in seiner Anfangszeit. Und ich glaube, in der stecke ich noch so halb drinne. War perfekt. Ich glaube wirklich niemand. So, wenn ich mir die ersten Videos von so manchen angucke, da graust es mir. Das sind beide noch gut dagegen. Ja, das war's. Nicht, Alter. Pikachu, das Überlebenswunder. Ich komme ja von einem Thema ans andere, aber das irgendwie, das gefällt mir. Das hatte ich in anderen Parts zum Beispiel nicht. Da habe ich wirklich dann überlegt, ah, die ganze Zeit nur über das Kämpfen reden. Ist ein bisschen LW auf Dauer, deswegen gefällt mir das mit den Themen gerade recht gut. Ah, super, Tränke haben wir noch. Das ist ja super. Super Trank, ich gebe nochmal Glutexo ein. So. Haben wir irgendwas Schwächeres? Ich glaube nicht. Hypertrank ist recht nicht. Setze ich dann nochmal Super Trank ein. Damit es zumindest voll geheilt ist. So. Hier kann man nicht. Nee, gut. Dann nochmal Bonbon? Nein, Fluchtseil. Ich muss auch gar nicht darauf achten, wo ich hier lang gehe, weil ich die Höhle einfach so innen und auswendig kenne. So. Aber ihr könnt auch gerne mal schreiben, was euch denn besser gefällt, ob dieses einfach random über irgendwelche Themen labern, die mir einfallen. Beziehungsweise, das auf das Zeichnen bin ich eingekommen, weil dein Typ das gesagt hat. Oh, Durchbruch. War ich nicht mehr lange. Oder dieses über die Kämpfe reden finde ich auf Dauer echt langweilig. Und deswegen, ja. Vielleicht suche ich mir da wirklich ein, zwei Themen raus. Hin und wieder. Georg sieht so hässlich aus. Ich mag Geowatz. Aber das bekomme ich sehr, sehr schlecht, weil das... Bei Georg muss man tauschen, um dass er sich zu Geowatz entwickelt. Das fand ich... Damals fand ich das echt ein... Also als sie das rausgebracht haben, dass man wirklich manche Pokémon tauschen muss, damit sie sich entwickeln. Eigentlich eine recht gute Idee. Für einen Emulator aber nicht. Deswegen... geht das ein wenig schlecht. Geowatz hätte ich gerne im Team, aber das ist halt... da sind mir ein bisschen die Hände gebunden. Wollte ich irgendwas machen? Nee, ich glaube nicht. Schutz wirkt nicht mehr. So, einsetzen. Wir haben noch 30 Schutz. Mal sehen, ob die reichen werden. So, ich glaube, so weit ist es auch nicht mehr. Hier ist nichts. Ich muss irgendwas sein. Nee. Dann halt ich. So. Noch ein Trainer. Auf jeden Fall. Ich glaube, früher war das noch schlimmer bei meinen Let's Plays. Ich glaube, ungefähr ein Jahr lang Let's Play ich jetzt wirklich schon. Es kommt mir gar nicht vor wie ein Jahr. Das ist echt so extrem, wie schnell das Jahr bis jetzt vergangen ist. Weil wir haben schon Juli. Es kommt mir vor, als ob ich letzte Woche erst auf der RPC war. Das ist echt so... Ja, ich habe das Gefühl, die Jahre vergehen echt immer schneller. Vor allem, weil ich auch schon mittlerweile seit einem Vierteljahr, glaube ich, nur zu Hause sitze. Weil halt Abi rum, warten aufs Studium. Was willst du da machen? YouTube. Wieso habe ich jetzt Durchbruch eingesetzt?
Na, egal. Ich wechsle jetzt eh gleich aus zu Taboga. Mauzi! Na, Mauzi können wir noch besiegen mit, ich glaube, den letzten Durchbruch, das wir haben. Nein, wir haben keinen Durchbruch mehr. Egal. Muss halt noch einen Blitz erhalten. So, aber wir haben mittlerweile echt schon wieder Juli. Fast August. Das ist echt... Boah. Und ich warte ja mittlerweile immer noch nervös auf mein Studiumszulassungsdingsbums. Oh, ich hoffe, dass das klappt, ey. So. Also komme ich auch schon in die Phase. Ich bin eigentlich immer ein Mensch. Was wollte ich jetzt machen? Das Pokémon austauschen, gell? So. Nein! Und ich bin ein Mensch, der gerne Sachen vor sich her schiebt. Aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, mache ich die dann auch so irgendwie alles an einem Tag. Ich glaube, der gibt uns irgendeine Attacke. Ich hätte es vorlesen sollen. Egal. Das wäre doch einfach unvorstellbar. Schrecklich. Also, ich glaube, Steinhagel, stimmt. Will ich Steinhagel irgendjemanden erlernen? Glutexo kann das erlernen. Steinhagel ist recht gut, aber... falsch. Falscher Knopf. Soll ich das erlernen? Ich bin unschlüssig. Ich glaube, ich mache Metallklau dafür weg. Jetzt haben wir zwar absolut kein Pokémon mehr, bis auf Pikachus Durchbruch, was gegen Gesteins-Pokémon sehr effektiv ist. Es wäre cool, dass sie das in diesen Höhlen, in diesen Tunnel einsetzen. Also, der hat nur davon eine Ich hätte... Siehste, also wenn man so sehr am Labern ist, vergisst man einfach, das vorzulesen. Aber ihr könnt ja selbst lesen. Wenn ihr gerne wissen wollt, was der nette Herr uns, oder nette Junge, uns gerade erzählt hat. So, ich glaube, wir dürfen auch bald durch sein. Ich glaube, das sind so die letzten Ausleger des Felstunnels. Naja. Noch ein Steintypi. Mit dem kleinen Stein. Da Tauburga ist nicht gerade die beste Wahl gerade, aber es muss... Es muss einfach... Ah, jetzt setzt erstmal Biss ein. Steinwurf. Ich glaube, das hat nicht so viel. Na, es geht. Nochmal. Geheimpower ist echt die einzige Attacke. Schreck zurück. Sehr schön. Geheimpower ist echt die einzige Attacke, die ich so auf gegen die einsetzen kann mit Tauburga. Aber ich glaube, das alles andere ist wirklich sehr, sehr schwach. Und noch ein kleiner Stein. So, damit ziehe ich jetzt wieder die Kämpfe schön in die Länge, aber egal. Ich will, dass das Tauburga nicht so hinterherhinkt. Das Arme, ich habe schon so vernachlässigt. Dabei hat es uns so sehr geholfen bei der zweiten Arena. So, ja, Elektrizität. Gibt es eh nicht. Für dich gibt es nur Biss. So. Aber wir kommen recht schnell voran. Ich habe gedacht irgendwie, dass manche Passagen nicht länger dauern. So, Georock. Na, muss halt... Du musst weiterkämpfen, Tauburga. So, bei der Geheimpower. Ja, das zieht nicht so viel ab. Wie viel zieht ein Aeroas ab? Oh, Volltreffer. Sehr schön. Oh, Steinwurf. Na, das zieht zum Glück nicht so viel ab. Ja. Wieso setzen die eigentlich Lebensula ein? Obwohl Elektrizität. Ich glaube, Lebensula ist erst so eine Attacke für Wasser-Boden-Pokémon, die da recht effektiv ist, aber für Notboden. Elektrizität trifft gar nicht Boden-Pokémon. Das ist. Die Logik dahinter erschließt sich mir nicht. So, ich setze nochmal schnell. Supertank ein. So. Gehen noch hier oben, weil da war nämlich noch ein Pokéball. Top-Äther. So, unten war, glaube ich, nichts mehr. Nein. Oh, noch ein Typi. Ich glaube, gegen den kämpfen wir dann erst im nächsten Part. Das war ja genug Felstunnel für diesen Part. Genug Gelaber auch vor allen Dingen. Und wie gesagt, auch Themenvorschläge könnt ihr immer gerne in die Kommentare schreiben. Auch vielleicht, was mehr mit Pokémon oder Nintendo oder so weiter zu tun hat. Da hätte ich auch noch so ein, zwei Ideen für Themen.
Aber im nächsten Part werden wir erstmal hoffentlich den Felstunnel abschließen und nach Lavandia kommen. Aber bis dahin, Leute. Macht's gut. Zubat hat geschrieben. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.